Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon. Im letzten Part haben wir Mew getroffen und sie wurde auch gleich ins Forscherteam aufgenommen. Ich bin immer noch gespannt, wie es damit jetzt weitergeht, weil ich mir nach wie vor nicht vorstellen kann, wie die ganze Sache gelöst wird. Aber mal schauen. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Svenja. Es sind auch heute wieder 100% geben. Natürlich. Aber scheinbar geht es erstmal mit Aufträgen weiter. Wie es scheint. Na gut. Habe ich jetzt nicht unbedingt was gegen, ehrlich gesagt. Ich meine, wir haben ja beim letzten Mal gemerkt, dass Mew und Jan sich gar nicht so unähnlich sind. Was mich schon so ein bisschen stutzig gemacht hat, ehrlich gesagt. Ich hatte anfangs eigentlich gedacht, okay, Mew ist einfach komplett anders. Die brauche ich auch nicht zwingend. Belebersamen habe ich, glaube ich, mehr als genug dabei. Ich habe einfach echt gedacht, Mew ist ein komplett anderes Pokémon. Und, hat eigentlich gar nichts mit Jan gemeinsam und hilft uns einfach nur irgendwie quasi wieder Kontakt aufzunehmen. Aber scheinbar steckt er ja doch so ein bisschen mehr hinter. Das finde ich ganz interessant. Da kann ich auch aktuell schlecht irgendwelche Theorien aufbauen. Wo gehen wir denn mal hin? Gehen wir mal zum Berg des Gedeihens. Das sind natürlich nicht immer unbedingt die spannendsten Aufträge. Das gebe ich zu. Es gibt mit Sicherheit Aufträge, die wesentlich anspruchsvoller sind, die wesentlich umfangreicher sind. Ich könnte vielleicht auch noch mehr Aufträge auf einmal annehmen. Aber im Grunde genommen, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ich möchte einfach nur die Zeit totschlagen quasi, bis es dann quasi weitergeht mit der Hauptgeschichte. Beziehungsweise nicht mit der Hauptgeschichte, aber mit der Afterstory. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt nicht, dass diese Aufträge jetzt uninteressant sind. Ich mache die total gerne. Vor allen Dingen jetzt auch mal Mew so ein bisschen im Einsatz zu sehen und ja, neue Abenteuer zu erleben. Vielleicht auch mal ein paar neue Partner-Pokémon mitzunehmen. Klar ist das schön. Und ich habe es ja auch schon oft gesagt, ich finde, es ist ganz schön ausbalanciert, dass man quasi nicht immer nur Story, Story, Story hat, sondern auch mal ein bisschen Entspannung zwischendurch. Das finde ich ganz schön. Hallo Gengar. Du möchtest einen Brief zustellen lassen? Aha. Ein Geheimauftrag. Moment. Aha. Interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht für Gardevoir ist. Das fände ich sehr, sehr lustig. Nee, war nett. Schade. Gardevoir wäre lustiger gewesen. Aber gut, ich mache erstmal meinen Auftrag hier fertig. Ja doch, hier lang. Ich war kurz am Überlegen, wo ich denn lang muss. Ah, bitte da einmal hin. Vielleicht gibt's ja Geschenke. Und wen nehmen wir denn diesmal mit, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Vielleicht nehme ich mal Glurak mit. Glurak sieht ziemlich stark aus, auch von den Attacken her. Ich meine, ich könnte natürlich es mir wesentlich leichter machen und die Attacken immer durchgucken bei Restladero, weil lustigerweise... Achso, Amagaga ist auch dabei. Die ganzen Pokémon meistens... Huch. Was passiert da? Weil die Pokémon meistens irgendwie nicht so dolle Attacken können. Aber durch Restladero lernen sie dann wieder alle. Das finde ich ein bisschen seltsam. Aber solange sie halbwegs brauchbar sind, denke ich, muss ich da am Moveset auch nichts ändern. Meine Güte, Fallen, Verwirrung. Aber Amagaga sieht echt hübsch aus. Möchte ich mal so betonen. Und ziemlich groß. Na gut. Wie stark seid ihr denn hier? Ja, ihr macht schon ein bisschen Schaden. Aber ich kann euch auch ganz gut platt machen. Alles klar. Einfach alle an dem Schlurp vorbei. Also ich fühle mich eigentlich ganz sicher mit Glurak und Amagaga. Ich meine, gut, Auftraggeber ist immer so eine Sache. Die sind oftmals jetzt nicht so stark. Aber es kann scheinbar ganz gut auf mich selbst aufpassen. Autsch. Das kriegst du zurück mit einem Donnerblitz, einer Psychokinese. Achso, du hast keine Feuerattacke. Auch gut, und einer Drachenklaue. Das lasse ich mir nicht gefallen. Kriege ich jetzt noch irgendeinen Sipal überhaupt?
Immerhin den Schutzpuls. Achso, ich könnte auch mal, das fällt mir gerade ein, Miu auch einen Ringel geben. Ich meine, wir haben zwar nicht so viele Sipale, wir finden auch nie so viele, aber aus Prinzip. Ganz viele Items. Diese Verwirrfallen. Wenigstens war es keine Warpfalle. Die wäre schlimmer gewesen. Ha. Also ich bin echt so sehr aufgeregt, weil vieles in dem Spiel war für mich schon nicht direkt vorhersehbar. Aber mit vielem habe ich ja schon so ein bisschen richtig geraten. Andererseits hat das Spiel es auch geschafft, einige Sachen einzubauen. Die Tatsache, dass der Partner in Wirklichkeit Miu ist und eben die Tatsache, dass der Partner verschwindet und nicht der Protagonist. Also einige Sachen, die sehr, ja, unberechenbar waren, unvorhersehbar. Also Dinge, die mich einfach überrascht haben. Mich zumindest. Wie es bei anderen Leuten ist, weiß ich natürlich nicht. Und deswegen hoffe ich ja einfach mal, dass es bei dem Wiedersehen mit Jan auch so sein wird. Dass da vielleicht noch Sachen aufgegriffen werden, wo ich mir denke, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das fände ich ziemlich cool. Aber erstmal müssen wir ja Anhaltspunkte finden. Ich meine, so gesehen, worauf ich mich beziehe, ist die Tatsache, dass ich ganz stark davon ausgehe, dass der Partner zurückkommt. Es wäre sehr seltsam, wenn nicht. Ich meine, vielleicht haben wir jetzt auch für immer Miu, aber das glaube ich nicht. Gerade eben das, was im letzten Part passiert ist. Achso, du bist kaputt gegangen. Dass wir quasi Jan so ein bisschen wiedererkannt haben in Miu. Gerade das hat mich schon stutzig gemacht. Also ich glaube schon, dass Jan zurückkommen wird. Aber so aus aktueller Sicht sieht es natürlich nicht ganz so rosig damit aus. Mal gucken. Also das Spiel macht es mir nicht immer leicht zu spekulieren, weil ich einfach nicht so viele Infos bekomme. Aber okay. Du kriegst auch eine Teamattacke ab. Vor dir habe ich irgendwie ein bisschen Angst, ich weiß auch nicht. Ja, Schlafkraft nehme ich auch gerne. So, wo ist der Schatz? Ich wollte gerade sagen, wo ist die Treppe? Dann fiel mir ein, die Treppe habe ich schon, aber ich suche ja den Schatz noch. Ich glaube, die ganzen Sipale brauche ich noch nicht mal. Die helfen mir ja nicht wirklich weiter. Ich werde diese Ebene ja vermutlich nicht verlassen. Hier. Achso, Amagaga musste daneben, ne? Aber steht er ja jetzt. Oder sie. Das weiß ich gerade gar nicht. Wenn du nicht so viele Schwächen hättest, wärst du so ein gutes Pokémon. Ich finde dich so hübsch. Und so cool von der Typkombination her eigentlich. Aber gut. Wieder ein Auftrag geschafft. Ah, die Karte wurde auch erweitert. Oha. Wem hast du von mir erzählt? Milotic und Dragonir finde ich ziemlich cool. Von Mio mag ich auch, aber ich glaube, so für die Dungeons sind die anderen beiden noch ein bisschen effektiver. So, ja, ich möchte ganz gerne gehen. Ich bin echt gerade total hibbelig. Ich will einfach wissen, was es jetzt mit Miu und mit Jan auf sich hat. Ich will Jan wieder haben. Ich bin da auch ein bisschen ungeduldig irgendwie. Deswegen hetze ich mich natürlich nicht, aber ein bisschen Neugier ist ja nicht verkehrt. Stopp, Schling, Schmatz, Schlabber, Schlürf. Heute war die Arbeit wieder ein voller Erfolg, was, Svenja? Mio hat sich inzwischen echt prima hier eingelebt. Also mir macht die Forschungsarbeit echt total viel Spaß. Wir besuchen viele verschiedene Orte. Wir treffen viele verschiedene Pokémon. Du, Svenja, bevor ich gekommen bin, da hast du doch immer mit einem Pokémon namens Jan zusammengearbeitet. Bestimmt mochte Jan die Arbeit mit dir auch total gerne. Aber jetzt ist er fort, nicht wahr? Meinst du, Jan fühlt sich einsam? Hoffentlich kommt Jan bald wieder. Ah, ich bin schon ziemlich müde. Ich gehe ins Bett. Gute Nacht, Svenja. Miu? Danke. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Svenja. Lass doch heute wieder 100% geben.
Ich hoffe nur, dass Miu sich da nicht so ersetzt fühlt, wenn Jan dann tatsächlich wieder zurückkommt. Beziehungsweise, dass Miu sich jetzt nicht so ein bisschen... wie so ein Ersatz vorkommt. Weil im Grunde genommen, Miu ist irgendwo schon so ein Jan-Ersatz gerade. Rangaufstieg! Darauf war ich zwar gar nicht unbedingt aus im Let's Play, aber ich nehme auch den Silberrang. Dreiecktempel und Herzsee. Aha. Ja, im Dreiecktempel sind ein paar Gigas aufgetaucht. Ein paar? Und im Herzsee ist Vesprit aufgetaucht. Und neue Musikstücke. Also ich muss sagen, später ist es, ich habe mal nachgeguckt mit den Rängen, später ist es gar nicht mehr so schlimm. Ui, warum habe ich zwei Vadrivi bekommen? Ist eins davon zufällig männlich und shiny? Aber gut. Ich habe geguckt mit den Rängen. Teilweise sind die Abstände schon ziemlich groß, so wie jetzt 3000 Punkte. Teilweise ist es aber auch wirklich nur irgendwie 500 oder so. Also das geht. Aber es sind halt schon ziemlich viele Ränge. Und durch Rangaufstieg schaltet man neue Dungeons frei und neue Legis. Und durch neue Legis, die man dann quasi rekrutiert, kann man auch wieder, ja, andere Legis bekommen und freischalten. Das ist quasi so eine Kettenreaktion, könnte man sagen. Um dann wirklich alle zu bekommen. Das finde ich ganz cool. Aber denen werde ich mich, wie gesagt, nicht widmen. Habe ich ja schon erklärt. Da möchte ich ehrlich gesagt gar nicht mit anfangen. Gegen Turtok und Co. kämpfen. Ich weiß ja nicht. Ich habe ja schon gesagt, wenn ich damit einmal anfange, möchte ich ehrlich gesagt auch, ja, dann alle machen. Nehmen wir mal den Schatz von Tanza, würde ich vorschlagen. Ich wollte ja nur so ein paar kleinere Aufträge machen und die müssen ja irgendwie auch erledigt werden. Ich meine, achso, der Geheimauftrag ist ja auch noch da. Auf dem Graskontinent oder auf dem Windkontinent. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach ja, also wie gesagt, jetzt mit Kobalium anfangs, das war ja irgendwo schon fast ein Versehen, weil ich dachte, das ist vielleicht storybedingt. War aber tatsächlich für den Bronzerang. Aber ansonsten, wie gesagt, lasse ich die Legis Legis sein und widme mich meiner Forschungsarbeit. So. Dann wollte ich hier mal den Brief schon mal abgeben. Wenn ich den Geheimauftrag schon angenommen habe, dann würde ich den ganz gerne auch ausführen. Denk mal, Barnett wird auch im Café sein? Ein Atmurai. Hallo. Was haben wir hier noch? Oh, eine Sinelbeere. Barnett. Du bist nicht hier, das ist gar nicht nett. Wo könntest du denn sonst noch rum... Oh, ich habe Miu verloren. Rumstehen. Logok. Savayone, Pudox. Hier nicht. Ich glaube, ich habe Miu echt verloren. Aber es war doch Graskontinent, oder? Ach, hier. Ah, okay. Ich habe da was für dich. Wollen wir doch mal sehen. So ist's recht. In dem Brief stehen nur fiese Sachen. Aber so ist Gengar eben. Ich bin nämlich plötzlich so energiegeladen. Danke, dass du mir den Brief zugestellt hast. Ja, ne? Ich finde solche Aufträge aber auch gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Mit wem habe ich mich denn jetzt so verbunden, frage ich mich. Gengar und Barnett. Aha. Und Gengar ist mit Rettern verbunden, ja. Und da unten mit Gardevoir. Jawohl. Stimmt, den Auftrag von Gardevoir hatten wir ja auch schon. Wie kriege ich jetzt noch alles dazu? Ui. Einige Pokémon. Oh, ein Pumpkin. Also ich glaube, es wirkt immer so extrem heftig, wenn es heißt 720 Pokémon. Wenn man bedenkt, dass man teilweise wirklich 4 auf einmal bekommt. Achso, ich habe auch Lohn bekommen. Es geht eigentlich. Aber ich befürchte natürlich, dass es später vielleicht auch wieder Dungeons mit 99 Ebenen gibt, die man eventuell sogar teilweise machen muss. Und da hätte ich schon mal keine Lust drauf.
Wir haben noch keinen gesehen, aber viele von euch kennen ja wahrscheinlich die 99 Ebenen Dungeons. Und ich sage es, glaube ich, in jedem PMD-Let's Play, die sind mir einfach zu blöd. Ich habe da nicht so die Ausdauer für. So, Windkontinent wollten wir ja. Da war ja unser Auftrag. Ich finde es auch übrigens sehr interessant. Ich mache mir ja jetzt schon mal teilweise so ein paar Gedanken um mein Fazit. Zumindest zur Hauptgeschichte. Den Epilog werde ich natürlich dann auch mit einbeziehen am Ende. Und ich lese ja auch viel in den Kommentaren. Viele Leute haben das Spiel ja schon durch oder beurteilen das Spiel anhand dem, was wir bislang im Let's Play gesehen haben. Und es ist echt spannend, wie verschieden die Meinungen teilweise sind. Es gibt Leute, die sehen das ähnlich wie ich. Huch, das habe ich gerade spontan gar nicht gesehen, dass Super Mystery Dungeon quasi auf Platz 2 für mich ist, nach Himmel. Es gibt auch Leute, die es auf jeden Fall als bestes PMD ansehen. Es gibt aber tatsächlich auch Leute, die das Spiel irgendwie überhaupt nicht mögen. Und ja, das finde ich ganz interessant. Das ist wahrscheinlich bei jedem Spiel so. Wen nehmen wir denn mal mit? Irgendwie könnt ihr alle nicht so geile Attacken, wenn ich das mal so sagen darf. Nehmen wir Milotic mal mit. Warum nicht? Sehr schönes Pokémon. Also ich meine, klar, bei jedem Spiel gehen die Meinungen auseinander. Ich glaube, gerade bei PMD 4 hat man das sehr, sehr gut gesehen. Weil es gab wirklich Leute, die haben das Spiel abgrundtief gehasst. Und es gab Leute so wie mich, die das Spiel zwar jetzt nicht so bombastisch fanden, aber jetzt auch nicht katastrophal. Ich habe, glaube ich, irgendwie zu viele Belebersamen dabei. Ich habe aber auch einfach Angst vor den Dungeons im Rahmen der Hauptgeschichte oder im Rahmen des Epilogs. Nee, also die Meinungen gehen natürlich immer ziemlich auseinander. Das ist vollkommen normal. Aber ich finde es immer ganz interessant zu sehen, was die Leute so für Argumente haben, warum das Spiel jetzt gut oder schlecht ist. Weil ich finde zum Beispiel das Gameplay super toll. Ich finde, dass es sehr, sehr viele schöne neue Gameplay-Elemente gibt, die mir sehr gut gefallen. Es gibt aber auch Leute, die das überhaupt nicht mögen. Und das finde ich dann schon ganz spannend, das immer zu lesen. Und deswegen mache ich mir jetzt auch schon fleißig Gedanken, was ich dann in meinem Fazit gerne alles sagen möchte. Dann muss ich mir dann, ich habe ewig keinen Platz, dann wirklich nochmal ordentlich Gedanken machen, dass ich auch wirklich so das ganze Spiel erfassen kann. Weil ich glaube, ich könnte wahrscheinlich stundenlang über dieses Spiel reden. Ich habe den Schatz gefunden. Das ging irgendwie ziemlich schnell. Und ich muss mich wirklich daneben stellen. Na gut. Gefunden. Warum sind die ganzen Schätze eigentlich immer so wunderschön eingepackt? Also ich mache das mit meinen Wertsachen normalerweise nicht. Aber gut. Bislang haben wir, glaube ich, auch nach jedem Auftrag immer so ein paar kleine Szenen noch mit Miyu gehabt. Mal gucken, ob es jetzt vielleicht wieder der Fall sein wird. Ja, bitte. Milotic hatte jetzt nicht so den längsten Auftritt, das gebe ich zu. Aber wir haben es zumindest kurz gesehen. Ah, okay. Lass uns auch morgen wieder alles geben, Svenja. Bis morgen, gute Nacht. Ist es schon morgen? Die Brise tut echt gut. Ich sollte wohl langsam aufstehen. Hoch? Hä? Wo bin ich hier? Was mache ich plötzlich in Ruhenau? Wie ist das denn möglich? Wieso bin ich nicht im Hauptquartier des Forscherteams? Wieso bin ich auf einmal hier? Ist außer mir sonst noch jemand hier? Autsch, mein Kopf tut weh. Hat mir jemand eins übergezogen? Ich kann mich an nichts erinnern. Oh nein, nicht schon wieder. Na prima. Aber ich muss versuchen, mich zu erinnern. Ich wurde zu einem Pokémon und wir haben die dunkle Materie besiegt. So viel weiß ich. Danach ist Jan verschwunden. Und ich begegnete Miyu. Aber ja doch, ich bin Miyu begegnet.
Chemio begegnet und wir beide haben zusammengearbeitet und gemeinsam gelebt. Aber was danach passiert ist, weiß ich nicht mehr. Was geht hier vor? Das ist seltsam. Also als wenn das mit Miu und Jan nicht schon seltsam genug wäre. Aber warum sind wir plötzlich in Ruhenau? Und was ist passiert? Sind hier überhaupt irgendwelche Pokémon? Es sieht irgendwie nicht so aus. Hier ist kein Mensch laut der Karte. Autsch, diese Kopfschmerzen. Ach ja, richtig, Miu. Ja, Miu fühlte sich plötzlich nicht gut und brach einfach so zusammen. Schnell, zurück nach Trubelstadt. Ah, jetzt sind die Pokémon noch alle wieder da. Aber wieso sind wir hier gelandet? Das verstehe ich nicht. Ja. Das ist unglaublich mysteriös. Aber ich glaube, ich sollte so schnell wie möglich zurück zu Miu, wenn es ihr wirklich nicht gut geht. Nanu, Miu ist nicht da? Wo steckt sie denn bloß? Sie ist zwar nicht immer in diesem Zustand, aber ab und zu geht es ihr so schlecht, dass sie das Bewusstsein verliert. Kannst du dir darauf einen Reim machen? Alle Symptome deuten darauf hin, dass sie unter dem Einfluss der dunklen Materie steht. Der dunklen Materie? Die dunkle Materie ist nicht komplett aus dieser Welt verschwunden. Ein kleiner Rest von ihr existiert weiterhin, und zwar genau hier, in Miyus Körper. Genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Als es Miu zunehmend schlechter ging, riefen wir Xato, um sie zu untersuchen. So erfuhren wir schließlich, dass Miu noch einen Teil der dunklen Materie in sich trage. Wohin? Nach Ruhenau? Oh, das klingt gut. Ja, lass uns dorthin gehen. An jenem Tag wollte ich Miu zum Hügel mit dem großen Baum führen, da ich dachte, dass ihr der herrliche Ausblick guttun würde. Doch dann, als wir Ruhenau erreicht hatten... Wow, ist das schön hier. Nanu, wo ist denn Miu? Als ich mich umdrehte, war Miu auf einmal nicht mehr da. Uah! Und dann verspürte ich auf einmal einen dumpfen Schlag auf meinem Hinterkopf, woraufhin ich das Bewusstsein verlor. Aber was ist mit Miu passiert? Svenja? Flunkiefer? Ampharos? Svenja, wo ist Miu? Ich dachte, sie sei bei dir. Wie? Verschwunden? In Ruhenau? Nun, dieser Brief hier ist eben bei uns eingetroffen. Ein Brief? Svenja liest den Brief, den Ampharos dabei hat. Wir müssen die dunkle Materie ein für alle Mal vernichten. Ansonsten beginnt dieser Albtraum von Neuem. Und deswegen werden Miu in der Höhle der Läuterung ein Ende bereiten. Denn dies ist die einzige Möglichkeit, den Frieden in unserer Welt zu bewahren. Findet euch damit ab, Mitglieder des Forscherteams. Gezeichnet die Friedenshüter. Aber das... ich fürchte, dass die Verfasser dieses Schreibens Miu entführt haben. Entführt? Die Höhle der Läuterung besitzt die Kraft, Seelen den ewigen Frieden zu schenken. Sie wollen sich diese Kraft gewiss zunutze machen, um Miu auszuschalten. Miu? Ausschalten? Ich verstehe zwar den Drang der dunklen Materie, den Chaos machen zu wollen, aber ist noch lange kein Grund, Miu zu opfern. Wir dürfen das nicht zulassen. Ampharos, mach dich schnell auf den Weg zur Höhle der Läuterung, Svenja. In der Zwischenzeit werde ich die anderen zusammentrommeln. Los, Svenja, wir dürfen keine Zeit verlieren. Oh je. Oh je. Fragen über Fragen und Vermutungen über Vermutungen. Aber ich denke, die werde ich dann im nächsten Part erst äußern. Wenn wir dann wirklich in besagtem Dungeon unterwegs sind. Dann werde ich jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Und würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.